Wenn ihr das Video nicht innerhalb von 37 Sekunden liked, wird euer Raum explodieren. So, damit heute eigentlich überhaupt noch ein Video kommen, habe ich einen kleinen Challenge vor. Und zwar lege ich mir jetzt Sneaken auf, keine Ahnung, auf F, auf irgendwas, was ich halt nie drücke. Und ja, es macht jetzt einfach eine kleine No-Shift-Challenge, damit heute wirklich überhaupt noch irgendein Video kommt, weil ich gerade wirklich extremst wenig Zeit habe, eigentlich irgendwas aufzunehmen. Aber ich wollte, dass wirklich heute noch irgendein Video kommen, weil jetzt die letzten 1 bis 2 Tage keine Videos gekommen sind. Und oh, ich habe gerade vergessen, dass ich nicht sneaken konnte. Das ist schon ein bisschen problematisch manchmal. Und ich bin auch viel zu hoch. Ja, geh mal eh schon zwar. Also von daher GG. Ja, ist auch. Can you feel the attraction? Feel the attraction? Meine erste Runde seit 2-3 Tagen, das ist gerade so ein bisschen das Problem, deswegen zacke ich hier noch gerade. Deswegen zacke ich da noch ein bisschen rein. Okay, das muss ich erstmal mich ein bisschen wieder einspielen. Ja, das Problem ist, dass jetzt meine erste Runde seit 2 Tagen ist. 2 bis 3 Tagen und deswegen. Daher bin ich gerade auch ziemlich scheiße und ja, ich muss versuchen jetzt erstmal hier ein bisschen reinzukommen. Ich kann jetzt auch nicht gucken, ob die Soundqualität jetzt wirklich so gut ist. Ich werde das jetzt so ein bisschen die Ränder oben wegschneiden und sonst werde ich an dem Video hier nämlich auch nicht so allzu viel schneiden. Ist das Ding und ja. Ich hoffe, ich habe jetzt noch irgendwie genug Blöcke. Ich weiß jetzt eh die erste Runde seit ich weiß nicht, seit 2-3 Tagen immer noch ist, werde ich jetzt mal nicht irgendwie Grizzly oder so, also so normales, gerades Büßchen machen, weil das dann echt ein bisschen zu schwer ist. Oh, das war die falsche Höhe. GG. So, schnell noch das ausrüsten. So, so, so. Ja, wie gesagt, das war meine erste Runde jetzt seit 2. Boah, shit, war das knapp. Triggerbot hat mich aber natürlich wieder gerettet, zum Glück. So. Ich weiß, ihr wisst ja alle hier, Smooth Aim, Triggerboard, Kill Aura, was es da nicht alles gibt, habe ich natürlich alles Fuß. So. Die ganzen Speed-Bottles. Und ich würde eigentlich noch ganz gern die Irrspur hier haben. Perfekt. So. Der nächste Gegner ist in der Mitte. Oh Gott, das wird ja lustig, das bis dahin zu böse gehen. Das wird ja lustig. Ich habe auch keine Enderperle oder so, das heißt, ich muss die ganze Zeit wirklich Grizzly machen. Oh Gott, ey, ist das. Das ist schon ein bisschen nervig. It's flowing through your mind. This feeling's got me on fire. Don't ever leave it all behind. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? Ich weiß nicht, ob ich mich da hinten jetzt einfach ein bisschen Wasser Grizzly. Oder ob ich jetzt hier versuche, das wird eh die falsche Höhe sein. Ob ich das jetzt irgendwie versuche. Oh Gott, das ist richtig schwer. Ja, komm. Das war die falsche Höhe. Das war so klar. Wieso habe ich gerade zum Pech? Und übrigens, wenn ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich in der Battle-Szene aktiv ist, es gibt immer bestimmte Höhe, zum Beispiel 550 muss man springen. Damit man nicht durchs Kopf backt, also da keinen Fallschaden durchbekommt und wenn man läuft, fällt man halt einfach durch. Also so zu den Leuten, die das so nicht richtig wissen mit denen. MLG. Na gut, jetzt hat das auch noch überlebt. Ich hoffe, hier ist irgendwo eine Enderperle oder irgendwas, das ich jetzt irgendwie schneller zu dem Gegner richten soll. Das ist echt ein bisschen problematisch gerade. Dass ich mich jetzt noch mal nach der ganzen Zeit wieder breathing muss. Das kann schon ein bisschen nervig werden. This energy's inside us like electricity. Feel the love running through like electricity. Feel the love running through like electricity. Like electricity. Auch jetzt wahrscheinlich die One-Taker, das heißt, wenn ich jetzt verkacken würde, dann nehme ich die Rolle auch nicht, weil das ein One-Taker ist und ich gehe jetzt lieber zu dem hier vorne, weil ich jetzt keinen Bock habe, nach da ganz hinten nochmal einen neuen Weg zu, okay, nochmal einen neuen Weg zu Grizzly. Quasi
eine härtere Challenge, weil ich komplett kein Sneaken mache. Das bedeutet nicht nur beim Bauen, weil ich habe mir die Sneakers ja komplett weggelegt, also werde ich nicht im Bau nicht sneaken. Deswegen ist die Challenge noch ein bisschen schwieriger und weil ich halt seit 2 bis 3 Tagen jetzt nicht gezockt habe, ist die Challenge natürlich dann auch nochmal um ein wesentlicher schwieriger. Er hat einen Rush oder so, man sieht halt schon so, wie er sich selbst deutlich hinstellen wollte. Noch völlig mit der Dodge spielen wollen. Oh, das war natürlich wieder 8 Glück. War noch wieder Packheit. Und als ob ich die Runde jetzt First Check gewonnen habe. Weil ich eh nur One-Tag machen wollte. Ja, das ist eine kleine Runde. Ich wollte eigentlich jetzt gerade nur so eine kleine Runde machen, damit heute überhaupt irgendwas kommt. Und ja, wollte ich eigentlich nur mal ganz jetzt eine kleine Runde machen. Ich muss ja jetzt direkt wieder weg, deswegen werde ich jetzt einmal kurz Camp Taser die Render machen und dann direkt hochladen.